Cheers, mein Name ist Pinex und herzlich willkommen zurück zu Diablo 4. Heute startet ja Season 1 in Diablo 4 und ich möchte euch ganz kurz drüber aufklären, was ich in der Season so vorhabe und wie es alles vonstatten läuft. Ich persönlich möchte gerne natürlich den Battle Pass vollkriegen, wie jeder andere auch wahrscheinlich, der Diablo 4 in Season 1 spielt. Möchte mich aber am Anfang definitiv auf den Necromancer, also den Totenbeschwörer, praktisch konzentrieren und mit diesem durchstarten. Was für Builds ich spiele, werde ich mal schauen, so on the fly, was sich so da ergibt und was man so für Items findet. Werde vielleicht dann auch so ein paar Videos mit meinen Erfahrungen dazu rausbringen und diverse andere Videos aus der Season 1. Muss aber leider sagen, das heißt leider, ich finde es gut, ich fahre übermorgen auch in den Urlaub, bin daher eine Woche dann weg und muss dann ab dem nächsten kommenden Samstag ein wenig aufholen. Ich muss aber sagen, bisher, die ganzen Patchnotes lesen sich natürlich relativ kritisch und relativ extrem. Wir müssen mal gucken, was sich natürlich so gerade auch in der ersten Woche tut und bin gespannt auf die Dinge, die so die Leute sagen, die gerade von Anfang an dann jetzt auch mehr spielen. Ich weiß nicht genau, was für ein Level ich packen werde jetzt in den ersten Tagen, das wird man dann sehen. Aber ich bin gespannt, wie gesagt, was die Leute sagen, wieso deren Erfahrungen sind während des Levelns und dem Early Endgame und wie es dann halt auch weitergeht. Ich persönlich hoffe, dass der Necromancer einigermaßen gut viable ist und dass ich ein Bild finde oder auch ein paar Items finde, die ganz gut funktionieren und ich dann gut vorankomme. Lasst mich doch einfach mal wissen, worauf ihr so Bock habt, was ihr so spielt in der Season und was so eure generellen Ziele sind. Ich persönlich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass ich irgendwann nochmal twinke. Was das dann aber für eine Klasse wird, werde ich schauen. Was Hardcore angeht, weiß ich momentan noch nicht, weil es ja immer auch öfter mal zu Verbindungsabbrüchen kam in der Vergangenheit, wodurch Charaktere gestorben sind. Das ist mit der wenigen Zeit, die ich habe, vielleicht ein bisschen frustrierend. Dementsprechend erstmal der Necromancer mit verschiedenen Builds, Fähigkeiten oder wie auch immer. Schauen wir mal und dann hoffen wir, dass wir alle gut vorankommen. Euch guten Loot, viel Glück und viel Spaß in Season 1 von Diablo 4. Wir hören uns in einem nächsten Video. Bis dahin und ciao.